DJ hier. Herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ja, wie ich im letzten Video schon angekündigt habe, zeige ich dir heute, wie du aus ganz einfachen Sachen so eine Maske basteln kannst, die andere Menschen schützt. Und zwar brauchst du dazu einfach nur einen Schal und zwei Gummis. Wenn du möchtest oder wenn du es brauchst, auch mehr. Aber zwei sollten eigentlich ausreichen. Und zwar fängst du damit an, dass du diesen Schal, bei mir ist er jetzt ziemlich breit, so zusammenfaltest, zurechtmachst, dass er ungefähr die Größe hat, falls die Nase und Mund abdeckt. Dabei ist es bei mir jetzt so, dass ich die Enden oder die Seiten so ein bisschen einschlag. Heißt, dass wenn ich es dann nachher später drauf tue, der es dann besser abdeckt. Dann schaue ich als nächstes, von wo bis wo es ungefähr gehen soll. Und dann mache ich an die jeweiligen Enden ein Gummi rein. Und ich fange halt mit einer Seite an. Nehme dann den Gummi. Das können ganz normale Gummis sein, auch Haargummis sind okay. Und die tue ich jetzt da drauf, also an die Stelle. Und binde da den Gummi fest. Möglichst so, dass man nicht Stunden damit braucht und alles mögliche andere, zum Beispiel Haare, mit reinbindet. Das kann schmerzhaft werden. Aber das sollte alles eigentlich relativ schnell gehen. Und dann ziehen wir das hier durch. Ja, 3 Stunden später. Nee, nicht ganz. Es soll ja ein Tutorial für unter 5 Minuten werden. Jetzt ist genau wie das passiert, dass ich Haare eingebunden habe. Weil es ist doch ziemlich einfach. Und wenn ihr dann die eine Seite habt, könnt ihr auch gerne nochmal nachschauen. Weil schon die eine Seite so an der Wange ist. Wo auf der anderen Seite dann das Gummi hin muss. Und dann kommt auf der Seite das andere Gummi hin. Und auch geht vorzugsweise ohne Haare. Es ist so typisch für Mädchen mit langen Haaren, diese Haare überall einzuklemmen oder wie auch immer. Selbst in Autotüren geht das ziemlich gut. Eigentlich nicht, aber ja. Dann kommt das hier noch auf die andere Seite. Und wenn wir das ebenfalls an der richtigen Stelle positioniert haben, das Gummi, dann dürfte das ungefähr so aussehen. Und wenn wir jetzt die Maske anziehen wollen, schauen wir, welche Seite besser passt. Und die setzen wir dann praktisch einfach auf. Und dann haben wir ja hier noch 2 Enden übrig. Und mit den Enden, die können wir dann am Hinterkopf oder so noch festbinden oder festknoten. Vorzugsweise wieder ohne irgendwelche Haare einzuklemmen oder mit festbinden. Das könnte nämlich dann beim Absetzen schmerzhaft werden. Machen wir einen Knoten. Mit einem Doppelknoten hält es natürlich besser. Jo. Knoten Nummer 2. Sitzt ebenfalls. Und dann haben wir eine wunderschöne, farbenfrohe Maske, die andere Menschen schützt. Und zu Ostern passend ist es uns auch, da wir hier noch 2 Osterhasenohren haben. Und genau, es ist eine wunderschöne Maske, schön praktisch und genau, absetzen kann man sie auch leicht, wenn man keine Haare mit eingebunden hat. Und wenn man es einmal so hat, kann man es auch die Knoten einfach drin lassen. Und aufsetzen geht natürlich wieder auf die gleiche Weise. Also, vorne ansetzen und dann einfach nach hinten ziehen, sodass es befestigt ist. Genau, und da es nicht ausreicht, dass ich es alleine mache, würde ich sagen, mach mit
mach's nach und mach besser. Und wenn du auch so eine wunderschöne Maske gebastelt hast, dann teile sie doch gerne auf deinen Social Media Kanälen oder auch auf YouTube, wo immer du aktiv bist. Und animier auch gerne Freunde mitzumachen. Das alles unter dem Hashtag TheMaskRetter. Denn wenn wir alle zusammenhalten und uns zum Beispiel wunderschöne Masken basteln, können wir viele Menschenleben retten. Und deswegen würde ich sagen, let's be together the Masked Retter.